warum du nicht die Frau eroberst, die du willst, und wie du das ändern kannst. Hast du dich jemals gefragt, warum es so oft scheint, als ob alles, was du tust, um eine Frau zu gewinnen, nicht funktioniert? Du folgst den Ratschlägen, die angeblich immer funktionieren, aber die Ergebnisse bleiben aus. Heute sprechen wir genau darüber, warum das so ist und was du tun kannst, um das ein für alle Mal zu ändern. Das Problem liegt in den Regeln, die du unbewusst befolgst. Regeln, die richtig erscheinen, aber dir mehr schaden als nutzen. Ich werde dir zeigen, wie du deine Denkweise und dein Verhalten änderst, indem du Prinzipien folgst, die wirklich in der Eroberung und in Beziehungen funktionieren. Der Fehler, zu nett zu sein. Der größte Fehler, den viele Männer machen, ist, zu versuchen, eine Frau zu gewinnen, indem sie der nette Kerl sind. Und mit nett meine ich nicht freundlich oder höflich, das ist wichtig. Aber derjenige, der immer verfügbar ist, alles für sie tut und ständig versucht, ihr zu gefallen. Stell dir vor, du antwortest immer sofort auf ihre Nachrichten, machst ihr ständig Komplimente und likest jede ihrer Fotos und Stories. Was passiert ist, dass sie dich statt zu schätzen als jemanden wahrnimmt, der vorhersehbar und ohne Geheimnis ist. Anstatt dich so zu verhalten, solltest du beginnen, mehr Wert zu zeigen. Sei nicht immer verfügbar und wähle deine Interaktionen sorgfältiger aus. Zeige, dass du ein aktives und interessantes Leben außerhalb des Versuchs hast, ihr zu gefallen. Die Macht der Selbstachtung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie sehr du dich selbst wertschätzt. Oft merkst du es vielleicht nicht, aber du stellst die Frau auf ein Podest und stellst dich selbst in den Schatten, in dem Glauben, dass du viel tun musst, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das ist falsch. Frauen fühlen sich von Natur aus zu Männern hingezogen, die Selbstvertrauen haben, wissen, was sie wollen und sich nicht darum kümmern, ständig zu gefallen. Arbeite an deinem Selbstwertgefühl. Achte auf dein Äußeres, verbessere deine körperliche Fitness. Entwickle Fähigkeiten, die dich stolz auf dich selbst machen. Wenn du dich selbst wertschätzt, strahlst du das nach außen aus und Frauen werden es bemerken. Risiken eingehen. Viele Männer bleiben aus Angst, eine Gelegenheit mit einer Frau zu verpassen, in einem stagnierenden Zustand und handeln immer auf die sicherste Weise. Doch diese Sicherheit tötet oft die Anziehung. Nehmen wir das Beispiel von Peter und Paul. Peter versuchte ständig, ein Date mit derselben Frau zu bekommen, während Paul sich nicht so sehr um eine bestimmte Frau kümmerte und einfach weitermachte, wenn etwas nicht funktionierte. Wer hatte mehr Erfolg? Natürlich Paul, denn er war bereit, Risiken einzugehen und blieb nicht an einer einzigen Möglichkeit hängen. Hör auf, dir so viele Gedanken darüber zu machen, was schiefgehen könnte. Wenn eine Frau nicht auf dich reagiert, mach weiter. Das bewahrt nicht nur deine Würde, sondern erhöht auch deine Chancen, jemanden zu finden, der wirklich interessiert ist. Sei eine Herausforderung. Frauen sind fasziniert von Geheimnissen. Wenn alles geklärt ist und nichts mehr zu entdecken bleibt, beginnt die Anziehungskraft zu schwinden. Deshalb ist es extrem wichtig, eine Herausforderung zu sein. Der schlechte Junge zum Beispiel gibt nicht alles auf einmal preis. Er hält die Frauen neugierig und lässt sie sich fragen, was als nächstes passieren wird. Er ist nicht immer verfügbar und gibt nicht alles auf dem Silbertablett. Anstatt alle deine Gefühle sofort zu zeigen, bewahre ein wenig Geheimnis. Hab keine Angst, etwas für später zu lassen. Das schafft eine Herausforderung, bei der die Frau das Gefühl hat, etwas zu gewinnen. Selbstliebe und Unabhängigkeit. Eine der attraktivsten Eigenschaften, die ein Mann haben kann, ist Selbstliebe. Das hat nichts mit Narzissmus oder Arroganz zu tun, sondern damit, seinen Wert zu kennen und sich nicht mit wenig zufrieden zu geben. Männer, die Selbstliebe haben, betteln nicht um die Aufmerksamkeit von Frauen. Sie wissen, wer sie sind und was sie verdienen, und das spiegelt sich in ihrem Verhalten wider.
Kümmere dich um dich in allen Aspekten. Investiere in dein Aussehen, deine Fitness, deinen Geist und dein Leben. Wenn du mit dir selbst im Reinen bist, brauchst du keine äußere Bestätigung. Menschen, einschließlich Frauen, werden dieses natürliche Selbstvertrauen bemerken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du anfangen musst, die herkömmlichen Regeln zu brechen, die dich festhalten. Hör auf, der nette Kerl zu sein, der alles tut, um zu gefallen. Schätze dich selbst, gehe Risiken ein und sei eine Herausforderung. Wenn du diese Prinzipien anwendest, wirst du die Art und Weise, wie Frauen dich wahrnehmen, völlig verändern. Wenn dir dieses Video geholfen hat, besser zu verstehen, wo du Fehler machst, hinterlasse einen Kommentar mit dem Wort Dankbarkeit. Vergiss nicht, ein Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um mehr Inhalte wie diese zu erhalten. Bis zum nächsten Mal, Krieger.